Ich habe auch gestern mit Thorsten telefoniert, der natürlich auch, ja, für den es natürlich auch unglaublich schade ist. Ist unglaublich bitter für Luca natürlich auch, weil das ist eine Verletzung, die eben doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir sind mit Luca im Austausch, wir sind mit dem Berater im Austausch. Ich habe auch gestern mit Thorsten telefoniert, der natürlich auch, ja, für den es natürlich auch unglaublich schade ist, weil Luca wirklich in den letzten Wochen das sehr gut gemacht hat, sehr gute Spiele abgeliefert hat. Aber das ist einfach eine Situation, die man annehmen muss. Und wir haben jetzt auch entschieden, Luca wird nach Bremen zurückkommen. Nachdem er aus der Klinik entlassen wird, wird sich hier auch nochmal bei unserem Dr. Daniel Hellermann vorstellen, und wir werden jetzt erstmal die Reha-Maßnahmen hier auch in Bremen absolvieren. Das bleibt alles Bestand. Man kann ja jetzt nicht sagen, wir kündigen jetzt den Leihvertrag aus, weil wir denken, dass es nicht klappt. Ziel ist natürlich, ihn so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu bekommen. Er ist nach wie vor ein Spieler von Werder Bremen ausgeliehen an Meppen, aber da muss man jetzt auch erstmal abwarten, wie der Heilungsverlauf verläuft. Wir hoffen natürlich, dass wir ihn so schnell wie möglich wieder auf den Platz bekommen, auch in enger Abstimmung mit Meppen. Gerade bei so einer langwierigen Verletzung ist es auch mal sinnvoll, wenn man die Reha-Maßnahmen nicht die ganze Zeit an einem Ort macht. Da sind wir aber auch, wie gesagt, mit Meppen im Austausch, mit dem Berater, mit Luca natürlich auch. Und da müssen wir jetzt erstmal schauen. Wichtig ist erstmal, dass jetzt so die Basis gelegt wird, auch für eine gute Arbeit in der Reha. Und gerade nach solcher Operation geht es natürlich auch erstmal mit Lymphdrainage los. Das ist ja auch erstmal ein bisschen, muss ich ja auch erstmal regenerieren von der Operation. Aber da sind wir alle im guten Austausch, und das klappt sehr gut.